Die Frauenkirche in München ist ein Wahrzeichen. Sie wurde im 15. Jahrhundert im spätgotischen Stil erbaut. 1821 wurde sie zur Kathedrale des Erzbistums München und Freising. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Frauenkirche durch Luftangriffe schwer beschädigt. Das Ausmaß der Zerstörung dokumentiert eine Fotografie aus dem Archiv des Erzbistums. Doch was hat das mit uns zu tun? Anfang Juni 1946 bedankte sich der Domdekan Ferdinand Buchwieser beim Expositus der Pfarrkuratie Baumgartner für die an ihn übersandte Liste an Holzspenden. Die Holzspenden der Pfarreimitglieder Baumgartens waren nämlich für den Wiederaufbau des Dachstuhls der Münchner Frauenkirche gedacht. Von den Pfarreimitgliedern Baumgarten kamen so 10 Kubikmeter Holz zusammen. Darunter waren 7 Stämme Langholz mit 16 bis 18 Meter. Im Winter wurden die Bäume gefällt und Anfang 1947 wurden sie verladen und auf den Weg nach München geschickt. Das Richtfest für den neuen Dachstuhl der Münchner Frauenkirche wurde im September 1948 gefeiert. Und wenn mit dem Transport der Hölzer alles glatt lief, wovon wir ausgehen, so steckt heute noch ein Stückchen Baumgartner mitten in München.